Servus, grüßt euch. Ich bin's, der Hans aus dem Fliegel Agro Center. Und heute stehen wir auf der Bauma 2022 in München. Und wir sind bei Fliegel Trailer. Ich darf jetzt einfach mal probieren. Jetzt schauen wir mal, ob wir einen Herrn Fliegel selber vor die Linse kriegen. Schaut's mal mit. Wir glauben, wir haben ihn schon erwischt. Der Hans. Der Hans vom Agro Center ist heute beim Fliegel Fahrzeugbau. Neben mir steht Helmut Fliegel höchstpersönlich. Und der muss uns jetzt einmal sein neues, die Innovation preisgeben. Helmut, erzähl uns doch einmal, was dein neuester Geniestreich ist. Der neueste Geniestreich ist das Podest, was wir auf der anderen Seite sehen können, das sagst du, wenn es recht ist, ans Her. Das ist der UVV geprüft ist, für alte wie für junge Fahrer das Richtige ist, wo man von der Ausführung her beim Kipper anbauen kann, nur beim Fliegel. Es wird geschützt und rechtlich patentiert haben. Was bedienungsleicht ist, simpel, Kippe simpel. Das Podest, was vielleicht in Zukunft vielleicht nur noch geben kann, wo sich ein Fahrer bei der Ankupplung oder bei der Bedienung nicht verletzt. Ein paar große, alte Markenhersteller haben heute noch gar keine Lösung, um überhaupt verletzungslos anzusatteln. Das ist bei uns schon lange ein Teil der Vergangenheit. Das haben wir hier auf der Messe. Wenn du so gut bist, Hans, sagst du das her. Das machen wir sofort. Helmut, vielen Dank für deine Zeit. Yes. Schöne Messe noch und schön, dass wir da sein dürfen. Also, schaut mal mit, ich zeig's euch. Ich habe mir jetzt die Jasmin geholt. Jasmin, grüß dich. Hi. Schön, dass wir da sein dürfen bei dir. Die Jasmin, die zeigt uns nämlich heute, wie dieses ausklappbare Stehpodest funktioniert. Genau. Oder? Ja. Passt. Dann zeig mir das einmal bitte. Also praktisch den Federriegel entriegeln, das Stehpodest einfach rausklappen, es rastet von selber ein und dann klappt man einfach die Leiter nach unten und kann somit gefahrlos aufsteigen und das Schiebeverdeck aufmachen oder so, wie die Jasmin in dem Fall, einfach gut ausschaut. Genau. Jasmin, vielen Dank. Das ist unser Stone Master mit dem Fliegel Drive-On Kippstabilisator und Anfahrhilfe. Der Kippstabilisator ist an der letzten Achse eingebaut und stützt die letzte Achse am Rahmen ab. Wenn ich halt Schüttgüter abladen will, dann verlagere ich durchs Aufkippen das ganze Gewicht auf die letzte Achse und nehme der Sattelplatte oder der Antriebsachse das Gewicht. Um das zu verhindern, stützen wir die letzte Achse am Rahmen ab und somit ist ein Umkippen praktisch unmöglich und wir haben 10,7% des kompletten Sattelaufliegergewichts vorne auf der Triebachse, um anfahren zu können. Was noch super ist, schaut mal mit, quasi die Revolution. Und zwar das Fahrzeug, das unter 4 Tonnen wiegt. Warum unter 4 Tonnen? Weil wir mit einsparendem Gewicht wesentlich effektiver auf der Straße unterwegs sind und natürlich auch weniger Verschleiß haben auf den Reifen, auf den Bremsen und wir sparen da auch einen Sprit. Ich möchte mich von euch verabschieden von der Bauma 2022. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch. Fliegel Trailer. Innovating.